Heute möchte ich mit euch die Batterie-Playlist fortsetzen. Wir möchten eine zweite Batteriebox zusammenbauen. Wie wir so eine 100 Ampere-Stunden Lithium-Batterie zusammenbauen, das habe ich euch ja schon in einem vorherigen Video gezeigt. Wen das interessiert und wer neu auf dem Kanal ist und das nicht mitbekommen hat, der schaut jetzt einfach mal hier oben in die Infokarte. Dort habe ich das für euch nochmal verlinkt. Da könnt ihr dann wirklich Schritt für Schritt das Ganze nachbauen und ihr habt am Ende genauso eine Lithium-Batterie wie ich. Gar nicht schwer. Jetzt bauen wir heute eine neue Batteriekiste dafür. Diesmal sollen die Zellen wirklich richtig fest da drin stehen, wenn sie sich leicht aufblähen, dass auch eine Kompression da ist, sodass die Zellen wirklich gar nicht weit auseinander können und das verlängert dann letztendlich auch die Lebenszeit der einzelnen Zellen. Wir möchten auch wieder ganz normal solche Batteriepole einbringen, wie bei einer normalen Batterie. Diese soll ja später auch wieder ihren Batterienutzen erfüllen. Diese Batteriepole haben sich wirklich bewährt, das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Außerdem möchte ich diesmal einen DC-Stecker einbringen, damit wir unsere Heizkiste auch mal ganz direkt an unsere Batterie anschließen können. Und dann habe ich noch mir so ein Panel besorgt, wo wir einen Ein- und Ausschalter haben, wo wir dann noch einen 12-Volt-Zigarettenanzünder haben und eben ein erstmal Volt-Display, damit wir ablesen können, welche Spannung unsere Batterie immer noch hat. Und dann haben wir noch zwei USB-Dosen mit Quick-Charge-Funktion und die können wir eben über diesen Ein- und Ausschalter auch ganz bequem ein- und ausschalten, je nachdem, ob wir sie gerade brauchen oder nicht. Das möchte ich heute alles in diese Kiste basteln. Also ihr seht schon, ein bisschen komplexer geworden. Wir haben hier auch ein Brett zuschneiden lassen, wo dann das BMS drauf montiert wird, die Kabel darunter, sodass man das dann später nicht mehr sieht. Wie wir das zusammenbauen, das seht ihr heute in dem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und vergesst eine Bewertung nicht, darüber würde ich mich sehr freuen. Los geht's! Ich habe mich diesmal für eine Siebdruckplatte entschieden, die auf beiden Seiten glatt ist. Die gibt es ja auch mit Perforierung, das hat mir jetzt nicht ganz so gut gefallen, ist auch nicht ganz so leicht zum Saubermachen. Deswegen beidseitig glatt zuschneiden lassen und damit ich mich leichter tue beim Zusammenbau, habe ich mir eine kleine Bohrschablone ausgedruckt, die dann auch die richtigen Abstände hat, sodass ich dann einfach hier meine Punkte aufzeichnen kann, bohre ich die Löcher, schraube das ganz einfach zusammen und dann sollte das relativ schnell gehen. Unter die Kiste kommen wieder solche Gummifüße, damit das Ganze auch, wenn man das irgendwo auf eine Platte stellt, nicht verrutschen kann und das hat sich ja auch in der alten Kiste sehr gut bewährt, das machen wir hier auch wieder so. Jetzt würde ich sagen, fangen wir mal an, zeichnen uns den Boden an, bohren das Ganze durch, schrauben es fest und die Kiste sollte relativ schnell fertig sein. Los geht's! Die Batteriekiste ist fertig, ich bin fertig, aber das Endergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Ich finde, das ist wirklich gut geworden und zur ersten Generation haben wir ein paar Fehler ausgemerzt. Kann sich sehen lassen, würde ich sagen. Wir schauen uns jetzt mal an, welche Funktionen die Batteriekiste mit sich bringt.
Auf der Vorderseite haben wir jetzt noch zwei Batteriepole eingebracht. Das kennen die ja schon von der ersten Generation. Die haben sich auch wirklich bewährt, wenn ihr das Ganze zum Beispiel in euren Van stellen wollt, um eure Verbraucher anzuschließen. Das gibt so ein bisschen das Feeling einer normalen Batterie. Auf der Vorder- und auf der Rückseite haben wir dann noch zwei praktische Tragegriffe. Damit könnt ihr das auch wirklich easy durch die Gegend transportieren, als wäre es eine normale Batterie, nur die viel weniger Leistung hat. Drunter befindet sich dann noch vier Gummifüße, damit das auch rutschfester wird und ein bisschen gedämpft wird. Und für 100 Amperestunden muss man sagen, ist das wirklich ein Leichtgewicht. Mit dem Holzumbau oder mit dem Holzkasten drumherum und den ganzen Anbauten wiegt das ganze Ding jetzt nur 14,7 Kilo. Eine Bleibatterie wäre deutlich schwerer. Ich kann da sagen, hat sich wirklich gelohnt. Ich dachte auch wirklich, das wird viel schwerer. 14,7 Kilo ist jetzt eigentlich kein Gewicht und man kann das wirklich sehr, sehr leicht durch die Gegend transportieren. Auf der Seite befinden sich dann noch ein paar Anschlussmöglichkeiten. Hier natürlich einmal eine USB-Dose mit einer Quick-Charge-Funktion und in der Mitte einer Spannungsanzeige, sodass ihr auch immer wisst, wie viel Volt aktuell die Batterie noch hat. In der Mitte befindet sich noch eine Zigarettenanzünderdose. Da könnt ihr dann einen Kompressorkühlschrank anschließen, diesmal halt auch wirklich gleich und nicht über die Batteriepol klemmen. Also ein paar Fortschritte hat das Ding schon mit sich gebracht. Und natürlich ein Gummideckel, damit das auch Spritzwasser geschützt ist. Ein Ein- und Ausschaltknopf, damit ihr das Panel hier ein- und ausschalten könnt, wenn ihr das mal zum Beispiel nicht benötigt. Und ganz rechts befindet sich ein Mini-Taster, den habe ich eingebracht. Der überbrückt sozusagen durch einmaliges Tasten das BMS. Das BMS springt damit sofort an und ihr müsst keinen großen Verbraucher anschließen, sondern könnt auch mal ohne Verbraucher das BMS über euer Handy, über euer Smartphone, über die App auslesen. Also ist es so ein kleiner Trick. Ihr könnt das überbrücken und dann funktioniert das BMS auch ohne Verbraucher. Ist ganz schick. Wir schauen uns jetzt noch an, wie es innen aussieht. Das wollt ihr bestimmt sehen. Los geht's. Ihr seht jetzt die Batteriekiste von oben. Wir haben uns hier für eine zweite Ebene entschieden, die wir eingeschraubt haben. Das BMS haben wir hier drauf montiert, fest verschraubt, damit das auch nicht mehr wackeln kann. Das Ganze haben wir mit Abstand zu den Zellen gemacht, damit wir darunter dann die Kabel vom BMS führen konnten, damit das auch sehr ordentlich aussieht. Hier haben wir dann noch einen Active Balancer eingebaut mit einem 3D gedruckten Gehäuse. Der Active Balancer sorgt eben dafür, dass die Zellen immer spannungstechnisch auf einen Stand sind. Also er schiebt die Spannungen sozusagen von Zelle zu Zelle. Und links davon haben wir dann noch das Bluetooth-Modul, das eben hier an das BMS angeschlossen ist, damit wir das Ganze mit dem Smartphone auslesen können. Innen drin seht ihr hier dann noch die Polklemmen. Die haben wir natürlich an die Batterie hier unten angeschlossen und hier einmal ans BMS. Und da am seitlichen Teil befinden sich dann die Ausgänge vom Zigarettenanzünder und von den USB-Ports. Relativ aufgehoben, sehr, sehr ordentlich und darauf verschrauben wir jetzt den Deckel. Ich bin jetzt am Ende angelangt mit diesem kleinen Batteriekasten-Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr mein Bauwerk hier findet. Ich verlinke euch auf jeden Fall alles unten in der Videobeschreibung mit allen Maßen, damit ihr das nachbauen könnt. Achtet aber bitte darauf, dass ich 100 Amperestunden Zellen verwendet habe. Wenn ihr das mit 200 Ampere oder 230 Amperestunden Zellen machen wollt, dann dimensioniert das Ganze bitte größer und baut den Kasten nicht genauso groß wie ich, weil das funktioniert von den Zellen dann wahrscheinlich nicht mehr. Ansonsten bin ich glücklich mit der Kiste. Ich habe bestimmt auch ein paar Fehler gemacht. Wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare. Gerne Daumen hoch da lassen. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.